Die Welfen und wir heißt ein gemeinsames Projekt der Sophienschule Hannover und des Historischen Museums Hannover. Anlässlich des 300. Todestages von Kurfürstin Sophie, der Namensgeberin der Schule, haben 25 Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse eine eigene Ausstellung für das Museum gestaltet. Dafür haben sie Orte und Denkmäler der Welfen in der Stadt Hannover ausfindig gemacht und sich aktiv mit ihnen auseinandergesetzt. Die Idee war eigentlich dabei, dass Schülerinnen und Schüler dadurch, dass sie kreativ selber Erinnerungskultur schaffen, lernen, wie funktioniert das eigentlich, wie werden Geschichtsbilder gebaut, was steckt hinter solchen Denkmälern, wie funktionieren Denkmäler beispielsweise, wie funktionieren andere grafische Darstellungen, wie wird einfach unser Geschichtsbewusstsein sozusagen bewusst gemacht und geprägt. Im Geschichtsunterricht haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Ideen und eigene Positionen zur Erinnerungskultur entwickelt. Dabei hatten sie viel Freiraum. Entsprechend vielfältig sind die Umsetzungen geworden. Es sind mehrere Fotoprojekte entstanden, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler selbst als Kurfürstin Sophie verkleideten oder mit einer Figur der Kurfürstin durch Hannover liefen, um sie in den heutigen Alltag zu integrieren. Auch ein selbst entworfenes Denkmal wurde kreiert, das ein Selfie mit Sophie ermöglicht. Außerdem haben die Achtklässler einen Stummfilm und ein Hörspiel erstellt und Interviews mit Passanten und Mitschülern über wichtige Erinnerungsorte geführt. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist nun im Historischen Museum Hannover zu sehen. Auf die eigene Ausstellung sind die Schülerinnen und Schüler sehr stolz. Wenn man halt hier im Historischen Museum ist und sein eigenes Werk hier so sieht, dann könnte man sich schon selber einen Schulterklopfer geben, wenn man das denkt sich, man hat sich so viel Mühe gegeben und jetzt ist das hier und das sieht auch so gut aus. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. So, wenn normalerweise läuft man durchs Museum und sieht dann große Künstler. Und jetzt ist es so, okay, wir sind zwar normale Schüler, aber wir haben unser eigenes Projekt im Historischen Museum. Und ich finde, da kann man auch stolz sein. Das Projekt Die Welfen und wir wurde tatkräftig von Dr. Jan Huntebrinker vom Historischen Museum unterstützt. Er freut sich über die gute und enge Zusammenarbeit mit der Sophienschule. Immer wenn wir die Chance haben, mit Jugendlichen über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, länger als nur ein Museumsbesuch, ist das deswegen für uns ganz, ganz toll, weil wir dann A, vermitteln können, was hat dieses Museum für weitere Potenziale, und B, können wir mit den Jugendlichen daran arbeiten, dass sie eben diesen Ort nicht nur als einen Ort betrachten, an dem man sich Wissen und Bildung abholen kann, sondern einen Ort, den man auch selber mitgestalten kann. Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler sind in die Dauerausstellung des Historischen Museums zur Stadtgeschichte integriert. Vom 4. bis zum 20. Juli sind sie für alle interessierten Museumsbesucher zu sehen.